Wir haben eine wunderschöne sonnige Woche hinter uns und das Wochenende bricht an und schaut in den Himmel. Es ist bewölkt und es soll auch noch regnen den Tag über. Schade eigentlich, ne? Aber dafür ist das Wochenende vollgepackt mit irgendwelchen Events. Auch die Woche war schon echt geil. Es ist IAA-Woche in München. Divo war da, habe ich verpasst. Gestern waren CGT da, habe ich verpasst. Auch was ich noch gesehen habe, das waren die Bilder, die ihr gerade gesehen habt vom Veyron von Oakley Design. Und im Hintergrund noch so ein oranger SV. Heute beginnt der Tag mit einem Oldtimer-Treffen, mit einer Klassik-Ausfahrt hier in München bei SSR Performance. Und im Laufe des Tages werden wir auch noch an den Tegernsee fahren. Da ist der Concorso de Eleganza am Tegernsee. Da sehen wir auch ein bisschen was. Hoffentlich. Und eigentlich wären auch noch ein, zwei andere Events dieses Wochenende, aber das kriege ich, glaube ich, nicht alles unter einen Hut. Also ich muss mich jetzt echt entscheiden. Mal schauen, welche Events ich heute mitnehme. Ich weiß es selber noch nicht. Wir entscheiden das alles sehr spontan. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit der Klassik-Ausfahrt hier von SSR Performance. Die fahren in 2 Stunden hier los. Geil, der M1 ist einer von diesen vielen Autos, die ich diese Woche am Drivers Club verpasst habe. Ein bisschen überrascht, wie sie alle losgefahren sind, aber ja, die Highlights sind jetzt fast alle weg noch. Dort 507 steht noch da und Effekt, ey, geil. Na gut, okay, also die Highlights sind gefahren. Ich warte jetzt nicht auf die ganzen 911er und Triumph. War super erfolgreich, richtig toll. Oh mein richtig Gott, geil. 918 im Showroom. Bestes Event ever. Und jetzt fahren wir zum besten Event ever. Ne, wir fahren erst noch Abstecher bei Motorworld und dann fahren wir zum Tegernsee. Concorso di Eleganza. Hey, willst du abstechen? So, willkommen in Motorworld mal wieder. Da steht ein AMG GTR Green Hell Magno und ein Speedster, den kennt man aber schon, der steht hier fast täglich. Und da vorne noch eine ganze Reihe von Z4 Coupés, 5 Stück. Aber gehen wir mal rein, weil gestern sind hier ein paar Filmautos angeliefert worden, die will ich mir gerne mal anschauen. Der Bugatti Showroom ist jetzt übrigens fertig eingerichtet und sie haben auch hier gleich einen Veyron mit reingestellt. Hier seit ein paar Tagen ist dieser Delahaye hier drin im Showroom, in der Motorworld. Ich finde diese Kühlerfigur aus Glas ist mega geil. Ich war gestern noch in Fast and Furious 9 und hier steht einfach ein Hauptdarsteller des Films, der GTR. Es geht auch so langsam los, dass die Glasboxen gefüllt werden. Da oben ein 911er Carrera RS zum Beispiel. Und da auf der anderen Seite ist auch noch was Cooles. Hier haben wir nämlich aus Starnberg ein Alfa Romeo 8C dazu bekommen und oben drüber ein Lamborghini 400 GT 2+2. Man sieht ihn jetzt aus der Perspektive nicht so gut,
Aber wenn man wirklich mal Fotos machen will, da oben kann man immer noch auf die Empore, da sieht man es etwas besser. Den kenne ich noch gar nicht. Ein DTM-Auto haben sie hier jetzt mit drin im Showroom. McLaren Speedtail, den kennen wir ja schon. Z8 steht hier dabei. Und der McLaren Showroom hat jetzt auch gerade was Neues bekommen die Tage. Es ist ein bisschen dunkel hier durch die Scheibe, aber es steht wieder ein zweiter Senna GTR jetzt im Showroom. Le Mans-Fahrzeug, Porsche 962. Und ein neues Highlight in der Motorworld ist dieser Veyron Grand Sport Vitesse, der im Spiel Kinofilm Transformers einen Gastauftritt hat. Da vorne sieht man es auch zum Beispiel hinter den Sitzen. Der hier, you know. Und hier haben wir nochmal einen M1 und noch einen 507. Die stehen natürlich schon lange hier, aber das ist dann Nummer 2 und auch Nummer 2 des heutigen Tages. Ach so. Ja, geil. Oh, geil, wie schnell der hochfährt. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Und wieder runter. Also jetzt haben wir gerade noch diesen Ford GT da gesehen. Aber das sieht so aus, als ob die nach oben fahren. Oben ist ja eine große, große Halle. Und dass da irgendwie eine Ausstellung oder Versteigerung oder sowas stattfindet. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles abgesperrt. Man kommt da nicht hoch. Mal kurz der Blick in die Garage. Hier steht der P1, den ich jetzt letztes Wochenende noch beim SOC in Kroatien gesehen habe. In der Tat, von hier kann man reingucken, was da alles steht. Das ist ein Filmauto, ich glaube, aus Fast and Furious. Da vorne, das sieht mir nach einem 330. Oh, der hat sogar ein Nummernschild drauf. Coyote. Ferrari, alte Ferrari oder sowas. Da haben wir einen Rennwagen. Da vorne Filmfahrzeug. Da vorne ist ein Auto in Form eines Baseballhelmes. Wir haben da hinten eine Viper ACR, wenn es scharf stellt. Da vorne ein Testarossa zum Cabrio umgebaut, in Deutschland, in Jena angemeldet. Da ist auch noch ein krasses Highlight, Eleanor. Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass das eine Versteigerung ist. Ich glaube, das ist einfach eine Ausstellung. Ah, und da haben wir auch noch einen Ford GT. Der zweite Ford GT hier. Aber das dürfte der von der Motorworld Collection sein. Okay, reinkommen wir leider nicht, aber wir konnten jetzt zumindest durch die Fensterscheibe ein bisschen was erhaschen. Also angeblich ist Grip da drin. Mal gucken, was die da drin. Wir werden es bald auf RTL 2 sehen. Weiter geht's mit diesem Tag. Ja, jetzt würde ich sagen, fahren wir mal auf den Tegernsee und schauen mal, was da so abgeht beim Concorso. Vielleicht fahren wir über die Stadt, über die Innenstadt. Ja. Können wir nochmal Maximilianstraße gucken. Essen! Ja, genau, ich liebe Dialekte. Also, in der Innenstadt war tot rosa, haben wir nichts gesehen. Deswegen jetzt gerade hier Halt machen in Grünwald, weil die Jungs holen sich jetzt gerade Frühstück. In der Zeit warte ich jetzt hier, aber ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, dass in den 5 Minuten hier was kommt. Okay, war ja irgendwie zu erwarten, also wir haben jetzt nichts mehr gesehen. Also geht's weiter Richtung Tegernsee. Geil. Da ist er, der Tegernsee, und da hinten ist das Hotel, wo wir hin müssen. Da stehen jetzt gleich schöne Autos und die gucken wir uns jetzt alle an. Was ist es? Ferrari, Portofino ist es. Portofino. Hier hat der Sports Classic geparkt am Seeufer. Ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt da hinter der Kurve alles kommt. Ich bin so gespannt. Hier sind wir. Hier ist das Gelände. Oh, ich freue mich, da mal durchzugehen. Geil. Hardtop, 300SL, Roadster. Hat der Kennzeichen abgemacht, das ist ganz gut. Das ist vermutlich kein echter, sonst wäre das hier natürlich das krasseste Highlight, 250 Testarossa. Dann kostet der irgendwas bei 20 Millionen. Aber ich denke, das ist kein echter hier. Der sieht mir ein bisschen zu geleckt aus, wenn man sich das anguckt. Wo ist der Miura? Da ist der Miura. Oh, geil. Nice. Und DB5 daneben. Zweite Dino heute. 365. Continental Supersports. Z8. Schön alter Bentley. Was ist das? Brooklands oder sowas? Wie er dann heißt. Und noch ein Bentley. Thank you.
Ford GT, das ist der dritte neue Ford GT, den ich heute sehe mit den beiden in der Motorworld. Lancia Stratos hier dabei. Oh, das ist auch, muss ich gucken, wie er heißt, A6 irgendwas. Maserati. A6 G54, okay. Das ist echt eine wunderschöne Farbe hier auf dem alten Mercedes. Dunkelgrün mit dem hellen Dach dabei. Das hat was. Ah, die sind von Kienle hier. Die haben auch auf der IAA einen großen Stand. Stand Stirling Moss dabei. Zwei SLRs. Und natürlich auch ein paar alte Mercedes-Klassiker, 300 SL und sowas. Und den Bugatti hier, ein Type 57C müsste das sein. Der stand auch die Tage beim Drivers Club in München. Nein, wo fährt er denn hin? Jetzt steht er wieder hier. Ist mal der DB2 hier. Nicht angemeldet, aber Convertible. Die sind ziemlich selten. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das mit dieser Holzseite, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube mal bei einem Casting Coffee in München. Aber keine Ahnung, was das ist. Den Maserati habe ich eben noch ein bisschen übersprungen, als ich dann den Miura gesehen habe. Geil, gerade noch rechtzeitig den Startup hier abgefischt. Stand ich erst ein paar Meter entfernt und dann hieß es, Julian, komm rüber, der schmeißt den Wagen an. Jo, geil. Der Besitzer meint übrigens, dass das ein originaler Testarossa ist und das wäre krass. Ich habe irgendwie so ein bisschen meine Zweifel, weil der so geleckt aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht verunfallt und komplett restauriert wurde. Irgendwie sowas, auch mit vielen Ersatzteilen oder so. Aber ich versuche das in Erfahrung zu bekommen. Doch, war auf jeden Fall die Reise wert hier hinten zum Tegernsee. Bis die ganzen Autos hier rausfahren und alle nochmal Motor anmachen und so, dauert es jetzt noch. Ich weiß nicht, ob die. Also, sie werden auf jeden Fall heute Abend alle in die Garage fahren. Das Event geht aber auch noch bis morgen. Und so lange kann ich jetzt nicht warten. Ich muss wieder was tun, ich muss wieder auf die Pirsch gehen. Deswegen würde ich mich jetzt gleich wieder auf die Reise Richtung München machen. Neue Infos zum Testarossa habe ich noch nicht, aber das reiche ich nach, sobald ich es habe. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, also für heute lasse ich es dann erstmal gut sein. Ich bin noch ein bisschen müde von der Nacht, wir hatten nicht so viel Schlaf. Und morgen, ja, irgendwas wird sich morgen schon wieder ergeben. Ne? Aber morgen ist jetzt kein Event direkt, was ich besuchen möchte, kann ich nicht sagen. Doch, ich würde gerne nach St. Moritz, da ist ein gelber Divo unterwegs. Aber es ist schon wieder eine ganze Ecke. 4 Stunden Fahrt für einen Tag und dann wieder 4 Stunden zurück. Das werde ich nicht tun, aber irgendwie wird es mich doch wieder aus dem Haus ziehen. Ich werde irgendwo was spotten. Ihr seht es dann jetzt gleich nach diesem Schnittbild. Guten Morgen allerseits. Ihr habt jetzt schon so lange keinen Autobahnvlog mehr gehabt. Und es ist schönes Wetter, obwohl schon wieder Regen gemeldet ist. Ich finde es geil. Da habe ich gesagt, ey komm, einmal Autobahn heute, geht wieder. Und ihr kennt das ja, oder? Dieses kritische Stück. Das Stück zwischen Münchenkreuz Süd und der Abfahrt hier in Sauerlach, wo wir immer spotten. Und wir sehen jedes Mal, bevor wir hier spotten, sehen wir irgendwas. Und auch gerade eben wieder SLR an uns rechts vorbeigeschossen. Ich habe ihn leider nicht mehr einholen können. Boah, ein bisschen ärgert es mich schon, dass der da so freie Bahn hatte rechts, weil ich stand im Stau auf der linken Seite. Egal, ich hoffe einfach, dass noch ein, zwei SLRs mehr dazu kommen, denn das hat einen Grund, dass er uns überholt hat. Irgendwo in Österreich ist ein SLR-Treffen und kann natürlich sein, dass jetzt hier noch ein paar andere vorbeikommen.
Ansonsten ist immer noch Concorso di Eleganza am Tegernsee und es kann auch da auch irgendwie noch Verkehr hin und her fahren. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. SLR, erster Spot heute. Auf geht's. Erste Stunde an der Autobahn ist rum, kein weiterer SLR ist gekommen und auch sonst geht nicht wahnsinnig viel. Also ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an und wenn das nicht besser wird, dann muss ich irgendwie mal den Standort wechseln. Na endlich! Ich glaube, das war so mehr oder weniger das erste wirkliche Highlight. GT2 RS. Schön. Bitte weiter so. Mit dem Bizzarini haben wir jetzt natürlich das neue Highlight des Tages. Wobei wir ihn ja gestern schon gesehen haben. Und das könnte natürlich heißen, dass die ersten Autos jetzt auch bald hier auf der Autobahn Richtung München zurückfahren. Da hinten steigt irgendwie dunkler Qualm auf. Sieht irgendwie nach Motorschaden oder so aus. Also wenn ich mal mit der Kamera ganz nah ranzoome, sieht man, dass da irgendein Fahrzeug in Flammen steht. Ich glaube, es ist ein PKW. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mal den Notruf gewählt und habe das mal angegeben. Ich gehe davon aus, dass es schon irgendwer selber gemeldet hat, wahrscheinlich die Besitzer auch selber, aber sicher ist sicher. Es wird nur leider immer weniger Verkehr und ich überlege gerade nach Grünwald zu fahren. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich packe jetzt meinen Rucksack. Dann geht's ab nach Grünwald. Okay, jetzt sehe ich gerade noch, dass am Horizont die Feuerwehr schon eingetroffen ist. Das wenige Minuten nach meinem Anruf, also hat es definitiv schon vorher jemand gemeldet. Egal, ich kann mich jetzt trotzdem wichtig fühlen. So, auf geht's nach Grünwald. Das war schon mal ein echt gutes Zeichen. Also allein auf dem Weg von Oberaching hier nach Grünwald sind mir 4 Autos entgegengekommen, die ich gefilmt habe. Okay, die 3. Und ich komme hier an und es fährt noch ein Boxster Spider vorbei, den habe ich nicht mehr drauf und jetzt GT3. Also, hier wird dann auf jeden Fall nicht langweilig, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen. Da habe ich mir erstmal ein Eis gegönnt, weil das ist doch echt warm heute. Alle, die jetzt direkt schon wieder Pippi in der Hose haben, muss ich beruhigen. Das ist natürlich kein echter California Spider, aber trotzdem aufgebaut auf, ich glaube, 250 GTE, wenn ich mich nicht irre. Und da ist schon ein toller und teurer Ferrari hier. Und ich finde Replikas trotzdem geil. Also auch gestern der, ach ja, das habe ich noch gar nicht aufgelöst, ne? Der 250 Testarossa, der da auf dem Event stand, es ist kein echter. Er ist aufgebaut auf einem 250 GT Coupé. Hat wohl aber angeblich tatsächlich einen originalen Testarossa Motor drin. So viel dazu. Hier wird es dann jetzt auch wieder ruhiger. Das heißt, ich beende jetzt diesen Tag. Ich beende diesen Vlog. Mal gucken, vielleicht sehe ich auf dem Highway noch was. Aber auf jeden Fall hat es sich ja noch gelohnt, heute nochmal spotten zu gehen an die Autobahn und kurz in Grünwald. Oh, zugeschlossen. Ja, und jetzt noch ein Like da lassen, abonnieren, kommentieren, Glocke abonnieren. Subtrahieren, masturbieren, alles auf einmal.
Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dann. Der ist ja auch schon wieder unfair. Ich bin gerade 10 Sekunden im Auto, da kommt der Anruf rein. Ey, und jetzt ist übrigens gerade der SF90 vom Blue Collector mit Assetto Fiorano Paket über die Kreuzung gefahren. Wow, 10 Sekunden. Mann.